Herzlich willkommen zu einer neuen liberalen und politisch korrekten Folge Let's Play SpongeBob Monopoly. Ich hoffe mal, dass wir in dieser Aufnahme hier fertig werden. Der Hintergrund ist ein bisschen ein anderer, weil wir übersiedeln mussten. Uns wurde der Exodus angetan. Wir mussten lange. Wir wurden ausgesiedelt. Der Mario. Wir wurden umgefahren. Marius stand noch am Berg und sah auf sein Land, bevor er starb. Und auf jeden Fall geht's jetzt weiter. Viel Spaß. So, wo waren wir gerade? Du hast gerade geblecht bei der Stable-Hütte. Genau. So, dann. Mach ihn jetzt. Ja, noch ein bisschen rütteln. Das machst du eh ganz gerne. Du bist jetzt für die Bank verantwortlich. Oh je. Der Mario kommt mit Verantwortung schwer zurecht. Tja, da muss man sich, sobald es zur Verantwortung kommt, muss man sich ja in der Regel abseilen. Das kriegst du jetzt. Dass der Deus aus, habe ich das nicht einkassiert? Genau, das habe ja ich einkassiert. Gut, dann kriege ich es zurück. Dann wollte ich was kaufen, was ich gar nicht kaufen kann. War zu viel. Da gebe ich mir jetzt einfach 320 zurück. So, dann nehme ich mir. Nein, du musst den 20er zurücklegen. Scheiße. So, wie gesagt, so viel zu deiner Verantwortung. Ja, wie viel kriegst du jetzt überhaupt? 28. Fuck. Gierschlund. Gierige Kapitalistenabzocker. Sei froh, dass ich kein Haus drauf habe, sonst müsstest du 130 zahlen. Ja, ich krieg noch 2 zurück. Ja, auf die wird's auch nicht mehr. Fuck, ankommen. Ich krieg diese Runde nicht das Puffbrot. Ah, selbst wenn du drauf fahren würdest. Das geht gar nicht. Man kann mit 2 keine 1 würfeln. Trotz des. Einen Verschluck eben deine. Ja, trotz des sehr optimistischen Zitats eines immer freundlichen, grinsenden Menschen, das ist unmöglich. So, wo war ich? Wo steht meine Figur? 10. Deine Figur oder steht. Scheißen. Wo war ich denn? Ich bin. Go! Da war ich gerade. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So, der Palast der Streicher, da bist du schon ungefähr 1 Milliarde Mal drauf gefahren und darum kaufe ich mir da jetzt ein Upgrade dafür. Leck mich. Um 150. Ich stelle einfach auf alles von meinen Grundstücken ein Haus drauf. Lieber, ich hab wenige Grundstücke mit Häusern drauf, als ich habe viele ohne Häuser. Außerdem habe ich jetzt eh schon einen Backenhaus. Ich habe insgesamt 4, 5, 6, 8 Grundstücke. Nein, ich verzichte auf diesen Kumpel einer. Tja, Mario, einen Kumpel könntest du gebrauchen. Nein, brauche ich nicht. Ich bin ja ein Karrieregeiger-Egoist. Nicht nur der Werner im Brautkleid. Nein, fühlt sich schwul. Gewiss. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fuck. Tja, und wieder im Gefängnis. Langsam beginnt's zu nerven. Ach, die Snackballer, kann ich mir doch ein Haus leisten. Ein unnötiges für 50. Ich glaube, jetzt hast du ein Monopol drauf. Auf das Blaue. Jetzt hast du die Weicheierhütte. Auf das Hellblaue. Und das Patrick Stein. Und ja, ich mag Blaues. Ja, das Hellblaue hast du schon ein Monopol drauf. Ich hoffe, ich fahre auf Sandys Baum, dann habe ich auf Grün ein Monopol. Ich habe jetzt Blau gegen Grün und wir wissen ja alle, wie das ausgeht. Oh Gott. Du kannst dir kein Haus drauf kaufen noch. Du musst nochmal drauf fahren. Habe ich doch gerade, das gehört ja schon mir. Nein, die hat Patrick Stein gehört. Sicher, das ist. Snackbar hast du dir jetzt gerade gekauft. Nein, das hat er schon mir gehört. Echt? Ja, Patrick Stein gehört noch nicht mir. Oder habe ich mir? Dann können schon alle drei mir. Nur habe ich mir da jetzt ein Haus drauf gekauft. Ja, Blau gegen Grün endet auf alle Fälle mit einer Anfechtung des Ergebnisses und mit einer Wiederholung des Spiels. Oh Gott. 9. Und die Planktonmünzen weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Das gehört mir. Will ich da noch ein Haus drauf? Kannst du nicht einmal auf den gottverdammten harten Männerclub fahren? Nö.
Ja, der Männerclub ist voll für den Popo. Wir gehören da beide nicht her. Du hast einen Dreierbarsch. Das nützt dir jetzt auch. Ah, jetzt bin ich schon wieder im Anflug aufs Boot. Der Wettlauf um das Buffboot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Leck mich am Arsch. Ha, da baue ich mir was drauf. Was ich mir nicht leisten kann. Ach, scheiße, ich war ja vorhin über los. Genau, oder? So, jetzt kann ich es mir leisten. Und 150. Natürlich gehe ich fest. 50er. Ich gehe davon aus, dass ich aufgrund der derzeitigen Konstellation dieses Spiel verlieren werde. Wieso, du hast mehr Geld als ich? Nö. Ja, aber wenn ich dir wo reinrausche, ist vorbei. Scheißen Blasen. Du kannst jetzt eh nicht das Nebo Schneckenfutter machen. Tja, das war's dann mit dem grünen Monopol. Das stimmt. Vielleicht kriege ich noch das rosane Monopol oder das rote Monopol. Warte, ich brauche diese Karte. Das rote Monopol hat dieser versoffene Häupel. Mario äußert sich mal wieder politisch. Oh Gott, und das auch nicht gerade liberal. Tirol, ich hab Verbaltier, ich bin nicht liberal, ich hab Verbaltier. Nicht aufs Boot. Ich kann's mir eh nicht leisten, selbst wenn ich drauf war. 320 bin ich viel zu arm dafür. Ich hab insgesamt 90, 100, 120, 11, 125. Ich krieg mal enorm weh. Du flickst deinen Riss in meinem Fliegerbett! Nicht so, du erhältst $25. Müsste man dafür nicht eigentlich zahlen? Na egal. Nee. Ach, wie gut, dass es Fischer gibt. Wir profitieren vom Fischer. Ich hoffe, ich komme nicht auf die Ananas, weil die treibt mich, würde mich in Ruin treiben. Ja, das geht nicht. 1, 2, 3. Ja, 2 und 1 2 und kommt. 1. Oh, ah. Oh nein, das ist das Schei. 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fuck. Patrick Stein. $6 bitte. Ach scheiße, das treibt mich in Ruin. Aber ich krieg noch die 200. Du verkaufst deine Hypotheken. Zum Glück nützt dir das Monopol nichts, solange du keine große Grabe drauf hast. Ich kauf mir sofort ein Haus und zumindest irgendwie versuchen mehr Geld einzutreiben dafür. Hübsch grad. Und noch ein 6er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. Schatz, du bitte, ja. Du nimmst Fahrstunden, zahle 100. Ja, schön. Fahrstunden bei der Mrs. Buff sind immer besonders teuer. Ich wette, das ist eh so eine Anspielung, Mrs. Buff. Wer soll denn nicht? Ich zünd bei der Mrs. Buff meinen Motor. Naja, übrigens, du musst mir 50 zahlen. Oh Gott, das treibt mich aber in Ruin jetzt. Was soll die Mrs. Buff für eine Anspielung sein? Was soll Mrs. Buff dein Motor? So. Wer soll schon die einige aus, die wir kennen? Gewiss. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du Arschloch. Ha, jetzt habe ich das rote Monopol. Du Arschloch. Und jeder weiß, dass Rot besser ist als Blau. Zumindest noch 240. Und du kannst es dir leisten, leider. Jetzt habe ich noch. Ich meine, wenn ich auf irgendwas drauf fahre, bin ich sofort pleite. Ja! Warte, ich hätte schon gern mein Haus, meine. Oder da liegen ja die Hypothek. Tja, wenn du jetzt auf das Buffboot wartest am Buffboot. Ich hoffe, du fährst auf irgendeins von dir drauf. Ich habe aber auch nicht mehr.
der Raubtierkapitalismus an uns beiden. Aber scheiße, war es bei einem Monopol nicht so, dass man, wenn man auf eines fährt, man für alle zahlen muss? Nein. Doch, ich glaube, das war so. Der Mario macht etwas, was er noch nie getan hat. Er liest die Spielregeln und gehorcht nicht nur. Das ist viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na, das gehört mir schon. Zum Glück. Nein, da steht dann nichts drinnen. Das ist vielleicht beim DKD so. Würfel mal. Ich habe noch nie in meinem Leben DKD gespielt. Ich weiß nur, dass es das gibt, weil jedes Mal, wenn ich Monopoly spiele, kommt irgendwer und sagt, ist das DKD? Das war heute mal wieder so. Ach. Was? Die Bikini-Bottom-Betriebe landen auf Fahrzeugen. Freiparken, Schatztruhen, Gefängnis, Ananas, Mangel an Gebäuden, Besitzrechte. Es steht also nirgends drin, dass diese Regel so ausgelegt werden kann, also existiert es ja. Also beim normalen Monopoly war es so. Ja, aber da steht es nicht drin. Und ich habe es bis jetzt auch noch nie so gespielt. Puffboot. Scheiße! Was? Die Plankton, wenn man aufs Feld mit der Planktonmünze fährt, dann muss man da nichts drauf zahlen. Da kann man sich das Grundstück einfach so einkassieren. Scheiße! Leg mich ja! Schön, dass man das nach der Hälfte des Spiels schon erfährt. Was hast du dir gerade kassiert? Die Elektrizitätswerke? Ja, die Bikini-Bottom. Nein, fuck, die Wasserbetriebe. Die Wasserwerke habe ich schon, die können wir. Was? Ja. Scheiße, dann muss ich mir die 150 Euro zurückgeben und dir Geld in den Arsch blasen. Wenn man ein Versorgungswerk besitzt, ist die Miete viermal so hoch, wie die Augen auf den zwei Würfeln sind. Was hast du gerade gewürfelt gehabt? Wo sind die Würfel überhaupt? Da, ich hab's gerade genommen. Fuck, ich glaub. Wo warst du denn vorher? Hast du nicht vorher beim Palast der Streiche zahlt? Genau. Dann hast du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gewürfelt. 28. Musst du mir zahlen. Wasserwerke. 20. Ja, Mario, für sein Leitungswasser muss man halt zahlen. Puh. Warum hat denn der Gemeinde jedermann ihn gern zum Freunde? Das kann man nicht bei dir sagen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fuck. Tja, die Boote von der Mrs. Buff kommen mir leider nicht zugute. Weil. Leg mich am Arsch. Ah, wenigstens bringt mir die Heldenhöhle was. 26. Ja. Leg mich am Arsch. 26 ist es auch nicht so, das Vermögen. Ja, trotzdem muss ich jetzt. Ist das jetzt so eine Wissenschaft da, $26 zu zahlen? So. Wenn der Gegenüber keine Einer zum Ausgeben hat, schon. Wenigstens komme ich bald zu. Ich hoffe so, dass ich hoffe, dass ich keine 2 oder 3 würfel. Ah, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zahle ich nicht. Wiedersehen 200, bitte. Call on blow. Das, was jetzt scheiße wäre, wenn ich jetzt rausfinden würde, dass die Aufnahme nicht läuft. 10. Schatztruhe. Schatz. Leg mich. Nicht so. Ich gehe in das Gefängnis. Geh nicht über los. Ja, ich war vorher überall los, von dem her behalte ich nur zwei. Ah, warte, jetzt kann ich endlich nachsehen, wie es mit dem Gefängnis wirklich ist. Alter, du hast mir vorher 2 abknüpft, du Arsch. Ich glaube, das ist so wahr. Zumindest war es im normalen Monopoly so, dass man 200 zahlen musste. Das Gefängnis. Auch das, man landet im Gefängnis, wenn man bla bla bla.
eine Geldbuße von 50 zahlen. Oh. Oder ein paar Schwürfel. Oder die Gelb. Oder die Freikaufkarte. Oder. Ja, du musst nur 50 zahlen. Okay, ich habe die 150 umsonst ab. Dann krieg ich die. Nein, die kriegst du nicht zurück. Was liegt das Pink? Fuck! Was liegt das Pink? Da biegst du gleich rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pandur, ich besuch dich im Gefängnis. Na, den lach dich aus. Den Besuch habe ich aber jetzt braucht und darum kaufe ich mich sofort frei und lasse einen gewissen Kettenraucher im Gefängnis verrecken, weil er das Land verraten hat. Fuck. 11. Leck mich fett. Verlass der Streiche. Ach, den muss ich noch mehr ausbauen. Fick dich. 90. Diarrhoe. Langsam bringe. Ich glaube, der Palast der Streiche hat sich schon rentiert. Oh Gott. Das ist auch das einzige Gebäude. Ich bin so am Arsch, ich muss überall loskommen, sonst bin ich am Arsch. Ich schon dein Geld eingestrichen habe. Du Stricher. Zwei. 1, 2. Das Spiel ist eh gleich vorbei, es ist mir eh wurscht. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rettungsring. Hier haben wir es ja. Der Verficken. Der Fahnenwurm frisst dein Haus. Zahle für jede Ananas 25. Und wie viele Ananasse habe ich denn? 1 und 2 und 3 und 4. 4. Also 100. Sehr schön. Ach Gott. So ein nettes Sümmchen. Ja, Ballast der Streiche. War zwar nett, dass du für mich gearbeitet hast, aber du hast mir schon wieder Verlust gebracht. Ich kann dir schon wieder 30 Euro zahlen. Das geht mir schon langsam auf. Nein. 12 mal 4 sind. Wieso 12? Ja, ach scheiße, 3. Achso, 7 mal. 7 mal 4 sind 28. Fuck, du hast immer noch keine. Kramel, du. Ja, die Wasserwerke haben sich auch schon langsam rentiert. Oh Gott, bitte, ich will das blöde Puffboot endlich haben. Für meine Zwecke nutzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Shit. Tschüss. Die Runde ist ja mein Glück. Die Heldenhöhle zahlt sich auch aus. 26. Ich hab dir schon so viele Einser abgeknöpft, dass ich dir schon langsam das Rückgeld zahlen kann. Oh Gott. 20. 4. Oh Gott, da wird das Geld noch in der Jacke oben. Ah ja, scheiße, ich zahle gleich 50, das ist mir zu dumm. Vier, eins, zwei, drei, vier. Nicht, dass du fünf für fünf. Ah scheiße, ich habe jetzt das rosane Monopol. Ah nein, scheiße, der Supermarkt gehört mir schon. Bist du auf den schon mal draufgefahren? Nö. Naja, ich kaufe mir sicher jetzt halt einen anderen, was man weiß ja nicht. Fuck, wieder nicht das Puffboot. Oder wie viel kostet das? 100. Nicht, dass ich dir noch 100 Geld in den Arsch blase. Jetzt genommen. Ja. Wenn man so einen unfähigen Bankier hat, der einem dort die Hälfte wieder zurückzahlt. Du machst einen Ausflug zu einem Bikini-Fahrrad-Touren. Wenn du über groß kommst, zieh 200 Euro ein. Das sind kein Tier. Tja. Ach Gott, die Bikini-Fahrrad-Touren. Die haben sich auch schon ausgezahlt. Ja. Aber leider nur in finanzieller Hinsicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der Ballast der Streiche wird wieder aufgehört. Ich nehme mich am Arsch. Wenn ich da reinfahre, kann ich zusperren. 110, 20, 30, 40, 50. Will ich es wirklich riskieren, dass ich da nichts mehr habe? Ja. Entweder ich fahre jetzt rein oder du bist pleite. Ich hoffe so, dass der Ballast der Streiche dich mal wieder anzieht. Ja. So. Es gibt sonst nichts, was mich anzieht auf dieser Erde. Ist zwar immer noch teuer, ist mir lieber als Streicherballast. 80. Ja, es wird sicher gerade noch ausgehen.
Ich gebe dir ein paar von meinen vielen Fünfern. Ich glaube irgendwie, ja, du hast mir 2 Fünfer in Mathe abgekauft. 2 Fetzen in Mathe, 1 Fetzen in Chemie und 1 Fetzen auf Biologie, die ich jetzt für dich abarbeiten darf. Scheißdreck, bück dich wegen einem Würfel. Nein. Mario bückt sich gerade wegen einem Würfel. Nein, wo ist der überhaupt? Ich bin nicht zu lang, ich bin schlecht für meinen Arsch. Da oben, da hinten. Ich hole ihn jetzt einfach. Ja, ich muss nur jemanden anrufen, der sich besser auskennt mit Blüten. Zum Beispiel einer von meinen vorhandenen Assistenten. Oh Gott. Ja, wenn er nach Amerika fliegt und sich dort irgendwas machen lässt, was auch immer. Was auch immer, klingt ziemlich grindig. Oh Gott, weil die Puff-Schule. Das ist unsere Schule, die Puff-Schule. Scheiße, du bist nicht auf dem Ballast der Strecke gefahren. Trackvermietung. Ich brauch das Puffboot. Ich brauch das Boot mit dem Puff. Ich hoffe, ich fahr da drauf. Ne, fahr ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Schatztruhe. Da fahren wir das Rettungsring. Das Rettungsring. Da fahren wir unser Fritz dann raus. Zahle 10 Strafe oder nimm eine Rettungsringkarte. Na, dann nehme ich die Rettungsringkarte. Ah, Militär ausgeschickt. Tja, du isst ziemlich viele Gramm, Burger zahlt 50. Tja, in deiner Lage ist das scheiße. Toll, ich muss hoffen, dass ich nicht auf die Ananas fahre. Ja, bitte fahr auf die Ananas. 9. Ha. Fuck, wieder nicht das Trainingsboot. Letzte Runde war ich da. Oh! 28. Langsam aber sicher kratze ich mir das Geld für deine Fahrsicht auf die Ananas Fahrzahn. Die hat aber bis jetzt nur 350 gekostet und ich bin noch nicht drauf gefahren. Ja, wenn du auf die Ananas fahrst, zahlst du 35, also das wird dann schon nur 2. Wie viel kostet der Palast der Streiche eigentlich jetzt? Der kostet jetzt 250. Ja, einmal könnte ich es mir leisten zumindest. Fakt, aber meine ganze Spanische. Deine Spanische. Der Spanische. Die Europa ins Hut gehen dem Spanischen. Gegen diese Gedankenfreiheit. Du Brunzer! Sieben. Da kassiere ich mal 400 ein. Dankeschön, bitte. Ich nehme das Geld doch gerne. Es ist für mich doch keine Mühseligkeit. Ein Prallenbeutel. Es gibt einige mit Prallenbeuteln. Ich glaube nicht, dass es sich auszahlt, da jetzt was drauf zu setzen, aber von mir aus. Gib halt dein Geld aus. Wie viel kostet der Sportsportbau? Nein, du musst noch einen 100er rein tun. Fuck. Das 500, na toll. Bitte fahr da drauf, nichts. Ich könnte es mir, glaube ich, sogar einmal leisten. Ich kann mir jetzt nicht mal mehr Ballaststreicher Ballast leisten. Okay, es ist sowieso bald vorbei. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nein, ich glaube, das lasse ich jetzt. Ich spare mir lieber mal mein Geld. Leck mich am Arsch. Tja, das kein war's. Startgeld. Wenn du gleich die Blubberblasensteuer zahlst. Ich hasse Blasen. Lustbläschen. Nein. 1, 2, 3, 4. Ja, 100 Euro bitte. Dreck. Das hat dir, glaube ich, das ist, glaube ich, das einzige von deinen Grundstücken, was dir irgendeine Art von Gewinn einbringt. Ich weiß. Nein, ich pfeife jetzt drauf. Ich spare 6. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Rettungsring, fuck. Steuer für die Blaubarschbube. 15. Na. Der Blaubarschbube, weil der hat schon einen blauen Arsch. Weiß auch nicht wovon. Der Blaubtyp, das blaue Arschmädchen. Ja, es denkt sich ein Mitschüler von uns. Gehört das mir? Nein, das gehört nicht mir. Gehört das dir? Ja, der gehört dir, der harte Männer. Das ist das Bikini-Krankenhaus. Das Krankenhaus und der harte Männer. Jetzt gehört die Orange und Blau.
Das sagt wohl hoffentlich nichts über deine politische Gesinnung aus. Natürlich nicht. Ich habe Grünquist bei der Bundespräsidentenwahl. Gewiss, darum schimpfst du auch da an deinen gewissen Kettenraucher. Natürlich, er ist nicht sympathisch, aber bevor er Nationalsozialist Präsident wird, ist doch der Linke gescheiter. Da war ja, tut so, als wäre als wär. Wo war ich? 1, 2, 3, ich kann nicht zählen. 1, 2, 3, 4. Der gehört eben mir. Du hast 6. Bitte, 5, 6. Ah ja, genau. Boah. Stimmt, die gehört auch mir. Die war's auch. 8. Fuck. Ha. Das gehört mir. 20. Jetzt bin ich im Arsch. So, da la. Du bist dran, weil ich hab grad Player. Ah ja, genau, schon. Player. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gehört mir. Obwohl, da bist du auch schon so oft draufgefahren, ne? Das ist ein normaler Sechser. Achso. Die Wasserwerke. Wie viel? 4, 8, 16. 4x4 kann ich noch rechnen, da freue ich mich ja. Wird auf einer Mathematik aber nichts nutzen, die du vielleicht nie machen wirst. Jeder Furzen nur Drülpsen da sitzt. Drülpsen ist Furz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fick dich. Wiedersehen. 200 bitte, dann hätte ich 500. Ich glaube, das holst du nicht mehr ein. Nö. Besonders wenn du nochmal bei der Heldenhöhle einen Besuch abstattest. Jetzt bin ich auf dem scheiß Buffboot und kann es mir nicht leisten. Du könntest dein Haus eine Hypothek auflegen und dann kaufen. Nein, das kann man nicht mehr pleite. Das wäre hieber. 1, 2, shit. Wirklich, das gehört dir. Ja. Ah, nein, scheiße, wo war ich eigentlich? Ich war da. 1, 2, 3, 4. Leck mich. Ah, ich muss dir doch nichts zahlen. Rücke vor bis auf los. 400. Ah. Ich glaube, ich gehe meine Niederlage ein. So, bitte 400. Ja, gib ein 100er, du gieriger Kapitalisten-Jod. Boah, da kassiert man am Ende noch 1500 ein. Ah, ich kriege 200. Ah, ich vertraue aber stets dem Mantra des optimistischen, immer grinsenden Jungen schon bald. 3, 4, 5, 6, 7, Rettungsring. Naja, der Fahnenwurm fick dich. Das habe ich doch schon gezogen, das habe ich sicher falsch gezogen. Das war bei der Dings. Ah, du gewinnst beim Kramburger Wettest, zieh 100 ein. Ja, das war bei der Dings, hast du das gezogen. Ja, dass Ehrlichkeit immer verliert, zeigt sich an der Bundespräsidentenwahl. Gewiss. Nein, ich kaufe mir kein Haus, ich scheiß jetzt drauf. Weil ich eh noch nicht drauf kann. Ja, weil ich jetzt alles zusammenkratzen muss. Ach, Schieße. Weiche Hütte. Da kriegst du nochmal was mit deiner Weiche Hütte. 40. 20 und 10 und 10. Krieg nochmal Almosen, bevor ich final wo reinrausch. Das gehört mir. Ja, es ist mir aber... Ah nein, das gehört gar nicht mir, der salzige Spucknapf. Oder gehört er mir? Ja, du hast das rosane Monopol. Nein, das rosane, ich habe das rote Monopol. Ja, nein, pfeif drauf, ich kauf's nicht. Willst du nicht doch ein bisschen Geld loswerden? Nein. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schatztruhe. Schatz. Ach, Schatz. Rückzahlung aus der Blubberblasensteuer, zahle, ziehe 20 ein. Da habe ich die Weiche heute schon wieder drin. 10. Ach, Scheiße. Ah, nochmal auf Omas Haus zum Final drauf fahren. Und da kriege ich 90. 90? Ah nein, das ist, wenn ich ein Haus drauf hätte, 18. So, aber irgendjemand soll mir mal in die Kommentare schreiben, wie zur Hölle das mit Monopol funktioniert. Weil wir haben keine Ahnung und sind zu faul, die Spielregeln zu lesen. Gemäß des Mottos des freundlich grinsenden jungen, sympathischen Menschen
hoffe ich einfach darauf, was noch alles gehen wird. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gelb. 260. Ah, wenigstens ist es gleich vorbei. Zahle ich nicht wiedersehen. Gehört das dir? Nein, gehört nicht dir. Nee. Bei mir kommt bald der Exekutor. Dann habe ich dir letztens erst gesagt, was das überhaupt ist. Ja, es ist so ein Gerichtsvollzieher, der eine Sachen verpfändet, wie beim Suretsch, wenn er kein Geld mehr hat. 2, 3, 4. Warte, wo war ich? Da war ich. Nein, da war ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Thaddeus Haus gehört mir. Und der nächste Sechser entscheidet das Spiel. Und da haben wir den nächsten Sechser. Hurra, das Spiel ist vorbei. Nein, ist es nicht erst vorbei. Nein, wenn Plankton die große Klappe erreicht hat. Tja, du hast gewonnen. So, wollen wir noch das Geld nachzählen, wer wie viel hat. Ich kann nur neidlos meine Niederlage eingestehen. So, dann zählen wir mal nach. 500. 600, 700, 800, 900, 1000, 20, 40, 90, 1000, wie viel ist das? 1105 und 1107. 200, 220, 240, 230, 233, na wenigstens was mit 33. Ach Gott, meine liberalen Äußerungen. So, damit ist dieses Spiel beendet. Wie gesagt, schreibt uns noch in die Kommentare. Ich gestehe freundlich grinsend meine Niederlage ein, wie ein anderer freundlich grinsender Verlierer. Ich habe mal wieder gewonnen. Man könnte fast meinen... Wenigstens bin ich bei Call of Duty besser als er. Ja, wir werden auch noch ein Let's Play dazu bringen, dann werden wir ja Marios Aussage hinterfragen können. Damit ist dieses Koop-Let's Play beendet. Wer weiß, ob wir nochmal eine Runde machen. Vielleicht mal mit einem normalen Monopoly, dass sich da mal wer auskennt. Und weil in den Regeln drin steht, vielleicht spielen wir auch Monopoly Junior. Da Mario ist am Auszucken. Also ich glaube, er wird jetzt noch ein bisschen Cola trinken. Und dann damit verabschiede ich mich. Julianus Caesar, der Mario ist nochmal vom Sessel geflogen am Ende. Julianus Caesar verabschiedet sich hiermit herzlich. Ich verabschiede mich auch.